Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Um was soll es heute gehen? Es geht um Folgendes. Liebe Nature Chiller, ich mache mit bei der Challenge 5 Messer, die mich glücklich machen. Diese Challenge ist völlig untertrieben, weil es gibt nicht 5 Messer, die mich glücklich machen. Es gibt eigentlich bis auf ein paar überteuerte Messer und bis aufs Glock-Feldmesser machen mich eigentlich alle Messer sehr glücklich. Aber egal, ich mache da einfach mal mit. Jetzt fragt bestimmt der ein oder andere, ja, das heißt ja 5 Messer, die dich oder mich glücklich machen. Warum liegen hier 8 Messer? Ich zeige euch die 5 Messer, die 5 feststehenden Messer für den Outdoor-Bereich, die mich glücklich machen. Und dann zeige ich euch noch 3 andere Messer, die ich jetzt nicht in diese Kategorie gepackt habe. Taschenmesser, Klappmesser und eine Machete. Ja, aber ich würde sagen, wir fangen erst einmal mit den 5 Messern an, die mich am meisten glücklich machen in meiner bescheidenen Messersammlung. Und jeder, der sich für das Thema interessiert, welche Messer mich glücklich machen, ist natürlich herzlich eingeladen, sich das Video anzutun. Und mir bleibt wie vor jedem Video wieder einmal nur zu sagen, viel Spaß dabei! Oh, ich werde dieses Video absteigend gestalten. Sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Egal, ich fange mit meinem Platz 5 an. Und zwar ist das Condor Hudson Bay. Ich habe da auch schon mal ein eigenes Video drüber gemacht. Das ist einfach ein richtiges Haumesser, aber man kann es noch als Messer durchgehen lassen. Ich mag's. Die Geister scheiden sich. Ich habe schon mal erwähnt, ich mag's voll gerne. Es liegt toll in der Hand. Es schaut toll aus. Jeder, der sich für das Messer interessiert, kann sich gerne mein eigenes extriges Video zu dem Messer anschauen. Unten sind alle Videos, die ich bis jetzt gemacht habe, zu den Messern verlinkt. Ich mag's. Es ist noch keine Machete. Es ist aber ein bisschen größer wie ein normales Outdoor-Messer. Ich sage immer, das ist mein Fleischermesser. Es liegt top in der Hand und ist ein Top-Messer für draußen. Wie gesagt, die Geister scheiden sich. Es gibt genügend Kanäle hier auf YouTube, die Condor-Messer ganz schön schlecht dastehen lassen. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. So, also Platz 5. Von meinen Messern, die mich glücklich machen, das Condor Hudson Bay, ein wunderschöner Brecher. Dann kommen wir zu Platz 4 und Platz 4 ist ein völlig unspektakuläres Messer, das habe ich euch auch, glaube ich, noch nie gezeigt. Ich habe es lange was verschollen, jetzt habe ich es wiedergefunden. Das ist aus der Böker-Reihe raus, aus der Tree Brand Reihe. Mehr weiß ich zu dem Messer gar nicht. Das ist das einzige Messer, das ich habe, das einen Hirschhorngriff hat. Ich stehe da nicht so drauf, aber ich finde, zu dem Messer passt es. Und ich mag dieses kleine Messerchen. Es ist klein. Schiebfutklinge. Wieder eine Aussparung zum filigranen Arbeiten. Hier hinten für eine Daumenauflage, die seinesgleichen sucht. Wahnsinnig scharf, wahnsinnig klein. Ein wahnsinnig geiles Messer zum Arbeiten. Wie gesagt, lange war es verschollen, jetzt habe ich es wiedergefunden. Ich wollte es mal verkaufen und jetzt, wo ich es wiedergefunden habe, ist mir dann aufgefallen, was bist du für ein Rindviech? Kannst du nicht das Messer verkaufen? Das ist genial, dieses Messer. Ich habe das auch sehr oft, wenn ich draußen unterwegs bin, jetzt als Primärmesser dabei. Ich brauche einfach nicht mehr. Natürlich kann man jetzt da nicht betonen, riesige Brocken oder so, aber es ist echt, also keine Ahnung, ich kann euch nicht mehr über dieses Messer sagen. Stahlsorte steht droben, aber bringt euch auch nichts. Tree Brand Serie. Ein geiles kleines Messerchen. Natürlich 42A konform, wie man hier sieht. Und ich glaube auch mit dem neuen Gesetz, was jetzt dann irgendwann mal kommt oder schon heraus ist oder was weiß ich, mit die 7,5 darf ich das Messer immer noch dabei haben. Das kann mir keiner verbieten. Ne? Ich mag es wahnsinnig gerne. Ich finde auch, dass es wahnsinnig genial ausschaut. Das war Platz 4. Böker Tree Brand. Platz
3 in meiner Liste von den Messern, die mich glücklich machen. Ich werde jetzt nicht mehr so viel drüber sagen. Das Hultaforce GK Grob Messer, also Grob Knife. Wie der Name sagt, ja, es ist für die groben Arbeiten gemacht, eindeutig. Ich habe hier schon öfters mal was drüber gesagt, ich habe noch kein eigenes Video drüber gemacht, aber ich brauche auch nicht mehr drüber sagen. Jeder, der mit Outdoor Survival und wie der ganze Klabberadatsch heißt, anfangen möchte, den kann ich dieses Messer nur ans Herz legen. Keine rostfreie Klinge, das heißt, die Klinge rostet, aber du kannst sie zum Feuerschlagen hernehmen. Super geeignet, wie man hier auch sieht. Habe ich schon öfters gemacht und es ist halt einfach ein wahnsinnig. Es ist halt ein Grobmesser. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass es halt ein sehr, sehr geiles Messer für draußen ist. Ich mag es lieber wie das berühmte Mora Companion. Ich mag es viel lieber. Ein super geiles kleines Messer und mehr sage ich jetzt da dazu auch gar nicht mehr, weil Hultaforce GK dürfte, müsste, sollte jedem ein Begriff sein. So, Platz Nummer 2 auf der Liste. Auch hier gibt es ein eigenes Video drüber. Das ist das Kitzler Phoenix 2. Schaut euch das Video an, was ich drüber gemacht habe. Es ist ursprünglich ein Grabenmesser, aber dank der Bauweise, die ich immer gern mit einem T-Träger vergleiche, ein wahnsinnig stabiles Messer, das man auf eine wahnsinnige schnitthaltige Schärfe kriegt. Der Griff ist der absolute Hammer. Es ist ein gummierter Griff, Full-Tang-Bauweise. Der Griff ist gummiert. Vorne hier den Abrutschschutz. Es ist die Parierstange auf gut Deutsch. Es ist, das Messer ist einfach der Hammer. Aber auch unten verlinkt, ich habe da schon mal ein eigenes Video drüber gemacht, über dieses Messer. Schaut es euch an, warum ich von diesem Phoenix 2 von Kitzler, wo ich immer noch den Namen am allergeilsten finde, warum ich dieses Messer so gerne mag, habe ich schon ein Video drüber gemacht. Schaut es euch an. Ein super geiles Messer. Und natürlich fängt es jetzt richtig an zu regnen. Aber ich ziehe es jetzt durch. Nein, ich ziehe es jetzt durch. Video ist unten verlinkt. So, hoffentlich ist meine Kamera wasserdicht. Schauen wir mal. Jetzt kommt Platz 1. Das Messer, was mich zurzeit am glücklichsten macht. Und ich habe es im letzten Video schon gesagt, das Defender 110 von der Firma Eichhorn. So viel werde ich jetzt wirklich nicht drüber sagen, weil ich habe, mein letztes Video ist ein riesiges, ausführliches Video über dieses Messer. Das Einzige, was ich wieder zu dem Messer sagen kann, ist 3 verschiedene Längen, 130er, 110er. Und das 90er. Ich habe mich für das mittlere entschieden. Super geniales Messer. Auch hier unten, das Video ist verlinkt. Schaut euch das Video an, warum ich dieses Messer so grenzgenial finde. Schaut es euch einfach an. Eichhorn Solingen Defender 110. Was ich in meinem letzten Video vergessen habe zu erwähnen, dieses Messer liegt preislich, das habe ich wirklich komplett vergessen, preislich bei ungefähr plus minus ein paar Euro, wie immer, bei ungefähr 150 Euro, je nachdem, wo man es findet. Und ich finde, 150 Euro ist für ein Messer noch einigermaßen angebracht. Und jetzt noch, wie versprochen, noch 3 andere Messer. Oh Gott, ist das alles nass jetzt hier. So, mein Lieblingstaschenmesser, mein Lieblingsmesser für die Hosentasche. Das ist von Böker aus der Magnum-Reihe. Wie das genau heißt, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Findet man aber überall.
Ich mag das Messer sehr gerne. Wie gesagt, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, ich habe mal einen Filmdreh gehabt, wo ich als Outdoor-Berater tätig war. Und da habe ich beim Filmdreh nur dieses Messer dabei gehabt, nichts anderes. Hat mir vollkommen ausgereicht. Beim Filmdreh habe ich nicht so, ja, kannst du nicht mit so einem riesen Buffer irgendwie aufschlagen. Deshalb habe ich mich für das entschieden. Hat mir vollkommen ausgereicht. Ein super geiles kleines Messer. Wenn ich einen Namen noch rausfinde, dann schreibe ich euch unten noch den Namen rein. Kann ich nur empfehlen, dieses Messer. Ich habe auch mal das andere Böker gehabt. Ich glaube, das hat Reno geheißen, oder? Auch ein saugeiles Messer, war mir aber dann zu groß. Und das ist eine perfekte Zwischenentscheidung zwischen kleinem Taschenmesser und großem Taschenmesser. Gott, jetzt regnet es aber schon ordentlich. So, weiter geht's mit meinem EDC-Messer. Das habe ich wirklich sau oft dabei. Ich glaube, es ist eins von den günstigsten Messern, was jetzt hier gerade dabei war, vom Herberts. Einfach dieses billige, günstige Springmesser. Ich bin total begeistert, weil es ist wahnsinnig scharf und ich finde einfach für draußen, für einen täglichen, als täglicher Begleiter im Auto oder in Österreich auch in der Hosentasche, ist das Ding wirklich super. Ich wollte es euch zeigen, weil das Ding kostet, glaube ich, 17 Euro oder so. Ich habe das jetzt schon seit Jahren fehlt sich bei dem Messer überhaupt gar nichts. Es funktioniert einwandfrei. Das war auch schon im Sand gelegen, einfach abgewaschen und damit hat sich die Sache. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, der ein preisgünstiges Messer für jeden Tag für draußen braucht und auf Klappmesser steht. Ich stehe halt auf Klappmesser. Ist halt einfach Peaky Blinder mäßig, gell? Muss man auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Herberts Klappsprungmesser. Wichtig, die Klinge kommt seitlich raus, deshalb nicht gänzlich verboten in Deutschland, im Gegensatz zu den Klingen, die ja vorne rauskommen, was der totale Blödsinn ist. Aber ich sag's nochmal, das deutsche Messergesetz hat so, ich drück's jetzt mal nett aus, hat so seine Lücken und Tücken und Sinnlosigkeiten. Das ist nett ausgedrückt. Und jetzt kommen wir zum letzten Messer, in Anführungsstriche, was ich euch zeigen will. Und zwar ist das von Blackfield. Kann man sagen, was man will über Blackfield. Ich mag die Messer, es gibt gute Messer, es gibt schlechte Messer von Blackfield. Die Tactical Machete. Ich habe mehrere Macheten. Das ist jetzt meine neueste und ich muss sagen, mit der bin ich am meisten zufrieden, weil es ist schmal wie ein Samurai-Schwert. Man kommt überall durch, der Griff ist genial, er ist gummiert, rutschfest, auch bei so einem Wetter. Es hat hier vorne die Aussparung für die zwei Finger. Das Ding kann dir fast nicht rausrutschen und es haut sich überall durch und hat trotzdem noch eine Länge, wo ich sagen muss, ja, kann man, es ist halt keine überlange Machete. Es ist aber auch ein bisschen zu lang für ein Messer. Ich habe es gern dabei, das hängt am Rucksack, ist leicht. Und es ist halt nicht so ein Bomber. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen, der sich vielleicht mal Gedanken über eine Machete macht. Ich kann es nur, ja, ich kann sie nur empfehlen. Ich habe viele Macheten. Bis jetzt war meine US-Machete von der US Army meine Lieblingsmachete. Aber es ist halt auch wieder so ein Bomber, gell? So ein Brocken. Und die da ist wirklich, man sieht es ja, hier ist mein Daumen, die ist schmal. Passt perfekt an den Rucksack ran und kann man einfach mal so schnell mitnehmen. Auch wenn man nicht unbedingt weiß, dass man jetzt eine Machete braucht, ist die einfach am Rucksack dort. Manko bei dieser Machete, die Scheide, die ist halt wie bei vielen Messern unter aller Sau. Aber das waren meine Messer, die mich glücklich machen. Meine 5 Messer, die mich glücklich machen, insgesamt 8 Messer. Aber das waren sie auf alle Fälle.
So, das war's mal wieder von mir. Hier seht ihr noch meine zwei absoluten Lieblingsmesser. Über diese zwei Messer lasse ich nichts kommen. Das sind meine zwei Babys in dem Sinn. So, was wollte ich noch sagen? Genau, ich habe noch zwei Bitten an euch. Erstens mal, nehmt mal eure Kinder und nehmt sie auch mal mit raus. Sage ich jedes Mal. Aber heute meine ich es mal wirklich ganz ernst. Und meine zweite Bitte, was ich an euch habe, bitte hinterfragt es nicht, macht es einfach, geht mal zu eurer Mama und umarmt mal eure Mama ganz fest. Die Mütter haben es nämlich verdient. So, das wollte ich bloß mal loswerden, so am Rande. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Touristenschnacksler, Spaltenforscher, Gleitcremetechniker, was weiß ich nicht alles. Und jetzt nochmal, geht's raus, nehmt eure Kinder. Ihr wisst, eure Kinder haben es verdient, öfters von euch mit rausgenommen zu werden. Aber treibt es bitte nicht zu wild. Sagt Nature Child.